Abgeblitzt bei einem Dutzend Frauen. Bei 35 Zeitschriften und einem halben Dutzend Arbeitsmittlungen. Was aber nicht heißen soll, dass er ein verkanntes Genie war. Er dreckte alle Gasrane auf und legte sich auf Bett. Ein paar Stunden später steckte sich jemand auf dem Weg zu Zimmer 309. Im Flur eine Zigarre an. Das Sofa flog auf dem Fenster. Eine Wand fiel in sich zusammen, wie nasser Sand, und eine rote Stichflamme schoss 20 Meter in die Luft. Dem Typ im Bett tat es nicht mehr weh. Ihm war es egal, doch ich würde sagen, an diesem Tag war er verdammt gut. Liebe, sagte Herr Gas, küss mich zum letzten Mal. Küss meine Lippen, küss mein Haar, meine Finger. Meine Augen, meinen Verstand, damit ich vergessen kann. Liebe, es geht kein Weg zurück. Es hat daher mehrere verwandte Bedeutungen. Trennung und Scheidung wird heute als ein dynamischer und komplexer Prozess der Veränderung verstanden, der mehrere Jahre lang dauert und die im Folgenden dargestellten drei Phasen umfasst. Oft diskutieren die Ehepartner über die Möglichkeit einer Trennung oder trennen sich mehrmals probehalber. Die Scheidungsphase beginnt mit der endgültigen